Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hoffe, dass die Selbstgespräche auch damit jetzt beendet sind. Der Hessische Rundfunk hat ja in den letzten Tagen recherchiert und festgestellt, dass 43% der Menschen, die in Hessen mit oder durch Corona gestorben sind, in den Pflegeheimen gelebt haben. Bundesweit sind es etwa ein Drittel. Und wir hatten in einigen Kreisen, insbesondere auch im Odenwaldkreis, echte Hotspots in den Pflegeheimen. Aber auf was ich noch einmal den Fokus setzen will, ich glaube, das hat noch keiner bisher gesagt, ist gerade besonders gefährdet sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Altenpflegeheimen. Im Schwalm-Eber-Kreis waren es 57, die infiziert waren, in Offenbach 44. Das sind keine geringen Zahlen. Und ich denke, wir sollten auch an die Gefährdung und an die Situation der Kolleginnen und Kollegen dort denken. Ist das zu verhindern? Ich bin der Meinung, ja. Frankfurt hatte ja eine Zeit lang dieses Testmobil in die Altenhilfeeinrichtungen da regelmäßig angefahren. Minister Klose konnte uns im Ausschuss nicht sagen, warum diese Regel jetzt nicht mehr gelten soll. Es schien aber zumindest etwas erfolgreich zu bringen, weil seitdem am Anfang gab es richtig ordentliche Hotspots. Manche kamen auch erst später raus. Aber seitdem scheint es ja wohl nicht mehr die großen Ereignisse in den Altenheimen in Frankfurt gegeben zu haben. Das Saarland hat schon sehr früh die Reihentests eingeführt. In NRW sind Tests für die Aufnahme in den Alteneinrichtungen obligatorisch. Bayern hat jetzt Reihentests für alle Mitarbeiterinnen, Patientinnen und Bewohnerinnen in Kliniken, Pflege- und Altenheimen beschlossen. Übrigens soll dort auch das Personal in Kitas und Schulen häufiger getestet werden. Auch eine Forderung, die wir gestellt haben. Alles natürlich freiwillig. Ich denke, diese Möglichkeit des Testens, meine Vorredner haben es ja zum Teil schon gesagt, sind dringend erforderlich, dass sie genutzt werden und dass sie auch richtig sinnvoll angewendet werden. Zeitweise wurden die Mitarbeiterinnen der Altenheime nur vertröstet. Sie haben keine Rückmeldungen zu ihren Tests bekommen. Sie haben permanent Nachfragen oder kilometerweit fahren müssen. Und Gott sei Dank hat sich zumindest im Odenwald die Situation ein bisschen durch unser ständiges Bohren entspannt. Aber es ist dringend erforderlich, hier die regelmäßige Testung vorzunehmen. Und ich denke, da brauchen wir nicht die AfD dafür, ganz sicher überhaupt nicht. Das haben wir von Anfang an gefordert. Das ist von Anfang an sinnvoll gewesen. Und hier ist es auch immer noch sinnvoll. Und die Frage ist natürlich, warum es nicht durchgeführt wird vonseiten der Landesregierung. Ich weiß, Herr Klose gibt uns zu bedenken, das ist immer nur eine trügerische Sicherheit. Aber es ist ab und zu mal ein ganz gutes Gefühl, eine Sicherheit zu haben für die Beschäftigten, für die Bewohnerinnen und für die Angehörigen. Nämlich gerade die Beschäftigten fühlen sich gerade zu den Zeiten der massiven Besuchseinschränkungen unsicher, ob sie nicht diejenigen sind, die den Virus ins Alten reinbringen. Und ich denke, für diese Sicherung wäre es notwendig, dieses Testen. Für diese Sicherheit wäre es notwendig, dieses Testen zu organisieren. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat ja im April einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und hat auch dort die flächendeckende Testung gefordert. Anlass war diese kurzfristige Besuchserlaubnis, die innerhalb von 3 Tagen in den Altenheimen hätte umgesetzt werden müssen. Der Druck auf die Einrichtungen war sehr massiv. Die Angehörigen wollten endlich mal wieder ihre Angehörigen sehen. Da kann die Leitung nicht sagen, ach, wir brauchen jetzt noch 1-2 Wochen, um unser Hygienekonzept umzusetzen. Dies war wirklich eine völlige Fehlleistung von der Hessischen Landesregierung. Die Entscheidung, die Besuche wieder zuzulassen, ist allerdings richtig, weil wie viel Leid hat dieser Lockdown gerade in die Altenheime gebracht? Menschen, die durchaus selbst für sich entscheiden konnten, durften die Einrichtung nicht verlassen, durften keinen Kontakt außer am Telefon mehr haben. Ehepaare, die sich sonst täglich getroffen haben, wurden getrennt. Sicher haben sie auch noch den 84-Jährigen vor ihren Augen, der vor lauter Trauer seine Frau nicht sehen zu dürfen, zu einer Corona-Leugner-Verschwörungsdemo gegangen ist. So weit kommt es schon. Aber wir haben hier eine ganz besondere Situation in Altenheimen. Hier trifft nämlich Corona ganz deutlich auf den Kapitalismus und auf einen ganz völlig unterversorgten Teil unseres Gesundheits- und Sozialwesens. Diese Versäumnisse sind schon viel älter. Wenn wir bei den Krankenhäusern noch einen großen Teil kommunaler und gemeinnütziger Einrichtungen haben, sind in der Altenpflege nur noch 10% der Beschäftigten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Dies führt zu einer viel schlechteren Bezahlung als in allen anderen Fällen an das Gesundheitswesen, bei gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung, Schichtbetrieb und permanentem Personalmangel. Frau Abg. Böhm, es wird Zeit für den letzten Satz. Oh, schon jetzt? Ja. Ja, dann würde ich in den letzten Satz noch gerne darauf aufnehmen, dass Sie auch die pflegenden Angehörigen überhaupt nicht in den Blick nehmen. Denn hier werden überhaupt nicht unterstützt. Die Tagespflegen wurden einfach geschlossen. Die Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie dafür sorgen sollen, dass ihre Angehörigen betreut sind. Hier erwarten wir auch eine Lösung von der Landesregierung. Und dieses Thema ist überhaupt noch nicht angegangen worden. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm.